Bam, this hilarious. Wir haben vorhin, hat Duman drin gemacht, im Chat gehauen. Spam this hilarious to help out Marius. Und da war halt dieser weinende Lach-Smiley. Ah, nice. Ey, Digga. Und es gibt noch Spam this Haru to help you Maru. Generell. Ich sag, es gibt, glaube ich, keine Sache, die ich mehr mag, als meine lieben Freunde und Mitbewohner gegeneinander kämpfen zu sehen. Weil einer muss verlieren von den beiden. Das finde ich. Und du findest es immer gut, wenn einer von den beiden verliert. Ja, okay, alles klar. Es ist beide von ihnen noch besser. Für Konzi ist es eine Win-Win-Situation, weil einer wird verlieren. Ja. Okay, auch, Freunde. Weep-Tag ist auch eine Message auf jeden Fall. Ja. Ja. Maxi hat Weep-Tag gemacht, weil Marius so japanische Zeichen hat. Ja, da steht Maru. Wirklich? Ja, ja. Marius hat sich vor so 2 Wochen oder so hingesetzt, so, Konzi, wie schreibt man Maru auf Japanisch? Und dann habe ich es ihm geschrieben und dann hat er es eingespeichert. Ah. Jetzt ist das dein Tag. Nice. Und Maru ist sehr cool, weil laut Konsti heißt das Kreis. Ich zitiere gerade Marius. Das stimmt tatsächlich auch. Nice. Laut Kreis Konsti ist natürlich auch eine geometrische Form, da kann man sich orientieren. Das hat auch ein paar andere Bedeutungen. Aber ich fand Mama tatsächlich am cutesten. Let's go. Ich nenne ihn immer Mama. Mama, weißt du, was Mama heißt auf Japanisch? Na los. So lala. Okay, das ist ein bisschen weird, Champ, dann. Andererseits. Das heißt auch korrekt, ja. Aber es heißt auch Kreis, weil du sagst bei Kreis immer so korrekt. So. Ah. Das ist immer so... Habe ich wahrscheinlich noch nicht. Was auch immer du... Nein, wahrscheinlich nicht. Nein. Bin in die japanische Kultur nicht sehr bewandert. So Quiz-Games, richtig häufig ist diesen Kreis als so richtig. Es gibt auch Freunde, wir haben das Replay des Best-Sets der letzten 100 Jedos. Es hätte auch gar nicht anders laufen können. Also es sind die gleichen Farben, es ist das Gleiche, es ist alles wieder wie früher. Ich glaube, das Einzige, was ein bisschen sauer macht, ist, dass Niki da ist und dass ich da bin. So. Aber wenn ihr nicht da wärt, wäre das Turnier vorbei. Obwohl, letztes Mal war es auch dabei. Aber andererseits, wenn ihr nicht da wärt, dann hätten wir den ganzen Abend nur Füchse gesehen. Und ich meine, das kann wirklich niemand wollen. Das stimmt, aber Dennis wäre auch da gewesen. Stopp, Honorary Mention für Dennis mit Peach. Dennis mit Peach. Wir brauchen nicht über mich heute reden, ist okay. Oh, ich hatte so gehofft, dass er jetzt einen Stein noch rausholt. Der Marius, mal wieder. Okay. Freunde, euch begleiten hier am Mikrofon die beiden Sterni-Mann-Award-Träger, Heide und ich, und natürlich auch. Und natürlich auch. Heide hat dieses koreanische K-Meme. Ich hab das Babyherz gemacht. Das Babyherz. Weil die können nicht mit zwei Händen ein Herz machen, die brauchen ein Herz. Ich dachte, das ist doch ein Korean-Herz. Wartet. Was? Auch am Commentary haben wir nicht nur Losers Final Resident und König von Deutschland, sondern auch den Patriarchen dieser WG, Konstantin. Oh mein Gott, ich habe gegen Niki verloren. Hat man es gesehen? Nein. Mann! Ich habe nicht hingeschaut. Toll. Okay, jetzt wird wieder abgeweept. Chat. Naja, man sieht deinen. Zu hoch. Niedriger. Da sind wir. Und wir sehen leider nicht so richtig viel. Oh, die Edge Guard beide wirklich sehr, sehr nicht. Ich sehe dieses Set und ärgere mich, dass ich gegen beide verloren habe, weil was die da gerade abziehen, das kannst du keinem erzählen. Das hättest du niemandem erzählen können. Mann. Gegen wen spielt der Gewinner hier? Warte mal, Jonas, es gibt das Logo als Maske. Ich hätte alles dafür gegeben, das als Maske zu haben. Es gibt, glaube ich, einen Spreadshirt-Shop, wo du es bestellen kannst. Das Berlin Smash-Logo? Ja, das Berlin Smash-Logo. Und als Maske, das kannst du nicht in der Öffentlichkeit tragen. Freunde, ich meine als Datei in einem Dokument. Ah, so, okay. Ich habe ein Bild genommen, ich muss das einfügen. Ich hab doch den Stempel gebaut und da kommt einfach Berlin Smash drin vor. Ich habe eine Vektorgrafik. Ja, das hätte ich haben wollen. Jonas, die Vektorgrafik hätte ich haben wollen. Ja. Halt dein Maul. Oh mein Gott, Dommer, Alter, was bist du für ein Schwein? Komm mir nicht mit deinem Vision Commentary Account, Alter. Dommer hat die ganze Zeit für dich geroutet. Der tut jetzt nur so, weil du so hart, weil du jetzt gerade hier vom Commentary sitzt. Ja, ja. Du komm mal nach Berlin, Dommer. Ich habe noch nicht einmal in meinem Leben ein Match gegen dich verloren, mein Freund. Dommer war nie in Berlin eigentlich. Niemand hat ihn hier jemals gesehen. True. Anyway, Game 2. Im ersten Match hat Marius Maxi komplett abgewichst. Es war ein 3-Stock. Wir haben es alle gesehen. Wir haben noch nicht so richtig viel darüber gesprochen. Marius gewonnen? Also okay. Ja, Marius hat den ge-3-Stockt. Und Maxi hat den Weep-Tag abgelegt. Marius heute sehr stabil. Aber ich glaube, Maxi hat ein bisschen Bock, um die zu gewinnen. Wir haben gestern und heute ein bisschen gestritten. Ja, das ist mein Take. Er will auch nicht schitten, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Erst wird gestritten, dann wird geschitten. Eventuell ein bisschen warm. Und das ist die Back Air. Marius edgeguardet ihn solid in diesem ersten Stockback. Maxi, das ist viel, viel, viel besser, wenn er richtig Bock hat, jemanden zu töten. Du
Du da wurde fette Matrix abgedämmt. Tatsächlich spiele ich wieder ganz gut, wenn Leute wütend sind. Selbst eins. Also mit so einem Smug-Shit-Facing würde ich mich, glaube ich, ein bisschen besser. Oh mein Gott, Triple Upsmash in Playsticker. Marius ist einfach in seinem Schädel. Aber vielleicht kommt Maxi gar nicht so weit. Es scheint erstmal so, als hätte Marius hier... Ich glaube, Maxi hat nur kurz seinen Track verloren, aber Maxi war bis jetzt immer im ersten Spiel schlechter und dann wieder besser. Oh mein Gott! Ey, Domme, get fucked einfach von Jonas am Commentary. Aber Leute, erinnert euch, welches Set wir hier gerade replayen und das war einfach 5 zu... Also das war dieses 5... Neun Game Set. Es war ein Grand Final. Jedenfalls hat Marius 2 gewonnen. Dann kam Maxi mit seinem ersten und ab den hat Maxi nur noch gewonnen. Also ich meine, wir haben hier einen langen Abend vor. Leute, Maxi-Fans, ich glaube, ihr braucht heute wirklich ein paar Katzis. Wir brauchen ein paar Katzis im Chat, keine Frage. Keiner hat mir zugehört. Keiner hat mir gehört. Natürlich. Doch, weil einfach Marius die ersten 2 Spiele letztes Mal gewonnen hat. Ja. Und dann hat Maxi alle 3 danach gewonnen. Von daher, chill. Ja, they can both fuck each other up. Oh mein Gott, es wird Dash gedanced. Die waren in einer anderen Dimension. Kann Maxi hier raus noch ein Comeback machen? Das wäre so. Maxi geht nicht in die Back-Air für die Combo-Conversion. Er wollte ihn anzünden. Ich weiß nicht genau, was sein Plan war. Oh, er macht einen Normal Get-Up, weil er gesehen hat, dass Marius noch auf der Plattform ist. Maxi ist aber auch einfach sehr based. Maxi's Fox ist based. Forward Air? Oh mein Gott, aber Maxi lässt sich überhaupt nicht verarschen. Ich habe keine Ahnung, was diese Worte bedeuten. Ich hab Opinions in diesen Hinsichten. Okay, Maxi. Ich kann keine Foxes mehr sehen, das ist auf jeden Fall ein Fakt. Ja. Ich glaube, da bist du schon mal so weit wie alle anderen hier. Deshalb, weißt du, Maxi? Ich habe den anderen Weg genommen. Ich hätte den Umweg genommen. Nicht den übers Spielen, sondern den übers Zeichnen. Obwohl auf der Box spielen, wo es ein Knopf ist. Ich fühle es komplett. Oh, Maxi kommt zurück. Und jetzt zum dritten Mal in Folge covert er nicht die Rolle rein. Wir könnten mal einen Fox-Free Melee machen. Und das ist es. Und das ist es. Marius holt Game 2. Maxi, ein bisschen zusammengekommen. Sie haben es ein bisschen zu wörtlich genommen, dass sie ihr Best-Set wiederholen sollen, weil genau da lief es auch so. Marius hatte 2-0 für Marius auf Maxi und dann kam Maxi mit 3 Second Games und das letzte war extrem knapp. Von daher ist es alles noch offen. Die wiederholen hier gerade ihre Award-Show. Die spielen ihre Faves, Wir haben alles bekommen. Wir haben Jonas am Stream, der Community-Favorite. Wir haben Maxi. Uns beide am Bier, natürlich. Hallo. Ihr habt's gehört. Wir haben das beste Set on Stream. Wir haben die Paule-Kombos on Stream gehabt. So. Wir haben Best Organizer in the Hood. Wir haben T.O.'s Liebling und T.O. nebeneinander. Oder zu Sommer, wie immer am Organisen. Mhm. Kann es kaum besser machen. Wir haben Paul-Kombos gesehen. Yes. Die waren dabei. Wir haben Most Missed, Person, die ich immer noch nicht kenne, weil sie immer noch fehlt. Wir missen ihn weiterhin, Wir müssen ihn wirklich. Ja, und da? Riesriffer kommt zurück. Buff Target hat nach wie vor die Hopes high gehalten. Digga! Hot Arts Sommer, Digga. Hot Arts Sommer. Hot Arts Sommer ist Konati or Kobobi, the Falcon player that was once ranked in Europe and now just farms locals. Like we all should do. I got the locals to lose to Karon. Hey Maxi, ich glaube, du brauchst noch immer mehr Hugo. Oh. 37 Zuschauer, das ist, finde ich, angemessen dafür, dass es hier einfach 100 Jahre Jedo ist. 100 Jahre Jedo. Also mir persönlich fehlen noch 63 Zuschauer, um das perfekt zu machen. So ein kleiner Hugo, ey. Klasse, Mensch. Oh ja. Ey, Chat, übrigens, wenn das Turnier vorbei ist, machen wir noch Tierless Thursday. Wir ranken alle Berliner Smash-Atzen. 38 an der Zahl. Machst du über deinen Kanal? Nee, wir machen das hier über Jonas' Kanal. Du machst auch über deinen Kanal? Kann man das? Kann man 2? Geht nicht. Nein. Weil dann würden mehr Leute zugucken, meine ich noch. Aber ich kann doch T.O.'s Liebling nicht seinen Stream wegnehmen. Wäre doch Quatsch. Absolut richtig. T.O.'s Liebling ist T.O.'s Liebling. Eben. Oh, was für ein Scheiß, Mike. Wie kann man so ready gewesen sein? Andererseits, Maxi ist noch nicht tot. Maxi lässt sich vor sowas einfach null verunsichern. Und das mag ich sehr. Maxi kriegt sowas ab und alle denken, er wäre tot. Und Maxi denkt nicht, dass er tot wäre. Und das ist wichtig. Und der Edge gerade wie Link mit der Nähe einfach. Und er nimmt die Führung auch noch. Die hat er gerade nämlich noch nicht. Richtig, weil Maxi nicht an seinen eigenen Tod glaubt und ich finde, das sollte man auch feiern. Nicht an seinen eigenen Tod glauben, based, wenn du mich fragst. Ja, ich sehe das genau so. Maxi ist so richtig delusional, so... Spam this Schmatzi to help you, Maxi, das finde ich noch besser als Maxi. Oh. Und Maxi lädt die Airsmash auf. Natürlich hat Marius alle Zeit der Welt darauf zu reagieren, dass er eben da nicht reingeht. Aber tut er halt nicht. Marius reagiert halt nicht. Das ist Tournament Stock für Maxi jetzt. Ich meine, er könnte das Match auf jeden Fall ziehen und es sieht so aus, als könnte er hier das Momentum nach Hause carryen. Aber wenn Marius jetzt einen Shine Spike macht,
Oder vielleicht eine kleine Kombo? Ja, Maxi verscheißt die Tag. Maxi passt gerade nicht ganz auf und es könnte es schon... So ist es komplett ausgeglichen. Er hatte ganz auf Reaktion Bären. Ja, ja, und Marius ist für die Rolle gegangen, weil er ist vielleicht auch ein bisschen shaky. Es passt auch absolut zu Maxi, jetzt das aufs Rumzureißen, aber es sieht gerade nicht das ist aus. Es, Marius mit dem 3-0. Was für ein Run, Alter. Und wir finden Marius in Top 3 wieder. Das war mein Spot. Ich hab das schon gesehen. Ich hab schon, als wir gestern das Breaking machten, war ich so krass, ich muss gegen beide gewinnen einfach. Einmal Support für Dennis an dieser Stelle. Macht mal ein P6-Hour in den Chat als Support für unseren besten Commentary der Welt.